6. Guten Abend auf RBB 888. Unser aller Leben hat sich verändert. Es gibt mehr Einschränkungen für jeden von uns. Es gibt aber auch massive wirtschaftliche Probleme. Und das wird für Jahre, glaube ich, noch zu merken sein. Ist es deshalb sinnvoll zu sagen, in jedem Fall hat die Gesundheit Vorrang vor der Wirtschaft, oder müssen wir das ein bisschen differenzieren? Ich rede mit Rainer Zittelmann, der hat 2 Doktortitel, unter anderem als Historiker und als Soziologe und Reichtumsforscher, und wir wollen uns diesem Thema mal nähern. Grüße, Herr Dr. Zittelmann. Hallo, guten Tag. Also sehr viele Politiker sagen uns jetzt, sie wollen keine Menschenleben den Wirtschaftsinteressen opfern. Und das klingt ja auch erstmal sehr gut und sehr moralisch. Was ist Ihre Position? Ja, natürlich. Wer will denn da widersprechen? Ich meine, wenn man sagt, lieber das Leben von deinem Opa oder die Wirtschaft, dann sagt doch jeder Mensch, lieber das Leben von meinem Opa. Also das klingt gut, aber wenn man mal näher überlegt, dann ist die Sache halt nicht ganz so einfach, ja? Wenn zum Beispiel unser Finanzminister Scholz sagt, dass nur und ausschließlich medizinische Überlegungen im Vordergrund stehen dürfen, dann würde das ja auch heißen, dass das, was man jetzt macht, schon unverantwortlich ist. Denn es gehen ja nach wie vor ziemlich viele Menschen zur Arbeit, alle, die nicht Homeoffice machen können. Und wenn man jetzt sagt, es muss alles zu 100% nur der Gesundheit untergeordnet werden, dann wäre auch das schon unverantwortlich. Und abgesehen davon, dann müsste man auch sofort alle Autos abschaffen, weil jedes Jahr kommen auf der ganzen Welt 1 Million Menschen durch Verkehrsunfälle um. Also man sieht, es klingt zwar ganz gut und jeder nickt erst mal, aber wenn man ein bisschen näher drüber nachdenkt, dann muss man tatsächlich schon Abwägungen treffen. Dann lassen Sie uns jetzt ein bisschen abwägen. Sie haben ja näher drüber nachgedacht, Sie haben auch viel dazu geschrieben jetzt aktuell. Was soll Ihrer Meinung nach passieren? Ja, also ich denke, es führt nichts dran vorbei, dass man zunächst mal, da bin ich auch einverstanden, diese Maßnahmen aufrechterhält. Aber man muss schon jetzt über den Exit nachdenken. Und es ist klar, dass man das, was man jetzt macht, noch ein paar Wochen aufrechterhalten kann. Aber dann muss wieder ein sukzessiver, geordneter Rückgang zur Produktion stattfinden. Und ich meine, gilt ja nicht nur für Deutschland. Und das heißt, da können nicht allein die Virologen praktisch sagen, was gemacht werden soll, weil die haben natürlich, und das ausschließlich die medizinischen Gesichtspunkte im Blick. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir lockern das ein bisschen, so, dann werden aber trotzdem, die Wirtschaft wird hochgefahren, aber Menschen infizieren sich wieder neu. Jetzt sagen die Kritiker, dann geht ja alles wieder von vorne los, es hätte keinen Sinn so. Was entgegnen Sie denen? Ja, ich meine, das ist richtig. Deswegen ist es tatsächlich eine Abwägung. Ich bin ja auch kein Virologe, der sagen kann, wann ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Aber was man auf jeden Fall nicht machen kann, ist, dass man sagt, wir warten jetzt, bis wir einen Impfstoff haben. Dann erst gehen wir wieder zum normalen Leben über. Weil das sagen alle Experten, dass dieser Impfstoff erst im nächsten Jahr da sein wird. Und wenn man jetzt die Maßnahmen, die im Moment sind, bis zum nächsten Jahr fortsetzen würde, also das ist natürlich völlig ausgeschlossen, dann ist die deutsche Wirtschaft kaputt. Dr. Rainer Zittelmann, Historiker, Soziologe und Autor zu vielen, vielen Wirtschaftsthemen. Gleich reden wir darüber, ob wir jede Firma in Deutschland retten sollten. 100% Berlin, RBB 888, auch auf Facebook und Twitter. Hier ist RBB 888. Ich rede mit Dr. Rainer Zittelmann, der in sehr vielen Wirtschaftsmagazinen veröffentlicht. Und wir haben schon gehört, seine These ist, irgendwann müssen wir auch wieder an die Wirtschaft denken. Die Maßnahmen jetzt sinnvoll, aber dann Wirtschaft wieder hochfahren, weil es sonst einen ziemlichen Zusammenbruch geben wird. Herr Dr. Zittelmann, die Politiker sagen uns ja jetzt sehr häufig, wir wollen, dass wir jeden Arbeitsplatz und jede Firma in Deutschland retten. Ich habe viele von Ihren Texten gelesen. Ich formuliere es mal ein bisschen zugespitzt. Sie sind eher dafür, dass wir die Firmen, die schon vorher richtig krank waren vor der Krise, dass wir diese Firmen sterben lassen? Ja, ich meine, das gehört zu einer Marktwirtschaft dazu, dass auch Unternehmen Konkurs gehen. Und da muss man jetzt natürlich genau unterscheiden, ist das ein Unternehmen, was praktisch wirtschaftlich absolut gesund war und was jetzt nur durch die staatlichen Auflagen in Probleme kommt, dann ist es natürlich auch die Aufgabe des Staates, dem Unternehmen dann wieder zu helfen. Da bin ich ganz einverstanden. Aber wenn es jetzt ein Unternehmen ist, das vorher schon in der Schieflage war und die sagen jetzt, wir melden Corona-Konkurs,
Kurs an. Also das finde ich völlig absurd. Ich sage mal zwei Beispiele. Maredo liegt mir sehr am Herzen, weil ich seit Jahren jeden Mittag bei Maredo essen gegangen bin. Und deswegen bin ich auch sehr traurig, dass das Unternehmen jetzt pleite geht. Aber ich weiß, dass die schon lange in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Ich habe es auch selbst hier gemerkt, in Berlin, ich war erst in einem Restaurant immer von Maredo, dann hat das zugemacht, dann bin ich ins andere ausgewichen, dann hat das auch zugemacht vor ein paar Monaten. So, und jetzt ist Maredo pleite und meldet Corona-Insolvenz an und hofft offenbar auf Hilfe vom Staat. Da würden Sie sagen, das ist Quatsch. Das Gleiche ist Vapiano. Vapiano schon ganz lange in erheblichen Schwierigkeiten, das weiß jeder. Aber Vapiano war meines Wissens die erste Restaurantkette, die dann Corona-Insolvenz angemeldet hat. Und das geht natürlich nicht, sowas. Ein anderer Aspekt ist Vorsorge, auch persönliche Vorsorge. Ich meine, wenn ich jetzt Beamter bin, dann weiß ich, ich bekomme mein Geld, ich muss nicht vorsorgen. Wenn ich Freiberufler bin oder wenn ich selbstständig bin, dann weiß ich, ich muss vorsorgen. Wir haben natürlich in Berlin sehr viele ganz kleine Freiberufler, die das vermutlich auch gar nicht konnten, die von der Hand in den Mund gelebt haben. Aber müssen wir diese Tugenden wieder mehr pflegen, mehr entdecken? Absolut. Ich meine, das wussten ja früher die Menschen. Da war das doch klar, dass es ein Auf und Ab war. Ich meine, der Bauer, der wusste, es gibt mal eine gute Ernte, es gibt mal eine schlechte Ernte, es gibt auch mal eine Naturkatastrophe und er hat vorgesorgt. Inzwischen ist es so, dass durch den Wohlfahrtsstaat sich jeder darauf verlässt oder auch danach schreit, ja, der Staat muss mich retten. Also die Banken sollen sowieso gerettet werden und die großen Unternehmen sollen wegen der Arbeitsplätze gerettet werden. Und das sagt natürlich dann der kleine Selbstständige, also dann will ich auch gerettet werden. Ich bin der Meinung, wir müssen aber auch ein Stück weit mehr wieder zu Selbstverantwortung. Was meine ich damit? Also ich habe das schon immer das propagiert und habe gesagt, jeder soll sich mindestens einen Mindestschutz von einem halben Jahr anlegen. Nehmen wir mal an, ich brauche jetzt 3.000 Euro im Monat, ja, dann muss ich halt 18.000 Euro irgendwo haben, bevor ich irgendwas investiere, sicher haben, damit ich im Zweifel davon leben kann. Und das ist so ein Bewusstsein, was verloren gegangen ist. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, der Solo-Selbstständige, der kann ja nicht 2 Monate überleben, dann sage ich, dann hat vermutlich der Solo-Selbstständige etwas ziemlich falsch gemacht. Auf jeden Fall dann, wenn er schon viele Jahre solo-selbstständig ist. Da läuft vieles falsch in der Einstellung einfach. Dr. Rainer Zittelmann, haben Sie gehört? Der ist Historiker, Soziologe und Verfasser diverser Wirtschaftsartikel.